Wir sind jetzt im Panel 12. Wir haben ein gutes Dutzend Panels hinter uns, sind mitten im zweiten Tag und sind jetzt hier zusammengekommen in einer neuen Konstellation zum Thema Innenstadt, dritter Ort, demografischer Wandel. Das ist unser Thema. Vielleicht eine Erläuterung zum Thema dritter Ort. Das kam heute früh schon mal in dem Statement von Charles Landry vor. Das ist eine Idee, die aus den USA kommt, die ein amerikanischer Soziologe entwickelt hat. Ray Oldenburg heißt er. Und mit dritter Ort ist eigentlich was ganz Banales gemeint. Man hat eine Wohnung und man hat einen Arbeitsplatz. Und der dritte Ort ist ein Ort, den man auf dem Weg von A nach B, vom Arbeitsplatz zum Wohnort, passiert und wo man sich gerne aufhält, wo man einen Zwischenstopp macht, wo man den man integriert in sein tägliches Leben. Das kann ein Platz sein, das kann eine Bibliothek sein, das kann ein Schwimmbad sein, das können alle möglichen Orte sein, die man im Grunde genommen in sein tägliches Leben integriert und an denen man sich erholt, sich entspannt, sich auch bildet, andere Leute trifft. Und in den USA gibt es eine große Bewegung, die unterschiedlichste Disziplinen beinhaltet, und das sind die Placemaker. Also es ist ein Zusammenschluss, können Sie auch googeln, Placemaking oder Placemakers. Und dort werden Konzepte verhandelt, wie man Plätze umgestalten kann, wie man daraus im Grunde genommen Outdoor-Wohnzimmer machen kann oder Orte, an denen man sich gerne aufhält. Und diese Idee des dritten Ortes ist im Grunde genommen eigentlich auch eine Innenstadt-Idee, eine Qualität von Innenstädten. Also Innenstädte müssen dritte Orte sein, dass man sie sozusagen gewohnheitsmäßig täglich aufsucht, weil man das braucht für sich, für die berühmte Work-Life-Balance. Also der dritte Ort ist sozusagen der Punkt der Waage zwischen diesen beiden Orten. Und das zweite Thema, das wir haben, ist der demografische Wandel. Wiesbaden gehört zu den Städten mit den größten Anteilen von Single-Haushalten. Es sind, glaube ich, 55% von Menschen, die in Wiesbaden alleine leben. Und das sind Leute, die ja Kontakte suchen, Kontakte brauchen, Kontakte haben wollen. Und für diese Klientel ist ja eigentlich auch die Innenstadt der natürliche Anlaufpunkt, um Kontakte zu finden, Freunde zu finden, Gleichgesinnte zu finden, Leute zu finden, mit denen man etwas gemeinsam unternehmen kann. Und das sind ja im Grunde genommen diese Qualitäten, die Innenstädte brauchen, die in der Vergangenheit sozusagen ein wenig auf dem Rückzug waren, weil wir ja Phasen der Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes auch erleben und durchmachen. Und jetzt in der Krise geht es im Grunde genommen darum, ja wieder Funktionsflächen innerhalb der Stadt zu Lebensräumen zu entwickeln. Und ich durfte Diana Kinnert zu dieser Konferenz einladen. Sie kommt aus Berlin jetzt heute, ist dort auch tätig als selbstständige Unternehmerin und Publizistin, ist ursprünglich aus Wuppertal gebürtig, einer sehr, sehr spannenden Stadt, denke ich mal, die demnächst wahrscheinlich ziemliche Schlagzeilen machen wird, weil das so einer der Orte ist in Deutschland, die eigentlich für sowas wie Transformation des Städtischen stehen. Vielleicht können Sie auch dazu ein bisschen was erzählen. Diana Kinnert hat ein Buch, das ich mitgebracht habe und sehr empfehlen kann, Die neue Einsamkeit. Also sie ist Einsamkeitsphilosophin, Forscherin, Untersucherin und sie hat daran teilgenommen, in Großbritannien ein Ministerium gegen Einsamkeit aufzubauen, mit aufzubauen, zu beraten. Und ich würde Sie einfach mal bitten zu erzählen, wie Sie auf das Thema gekommen sind, warum es wichtig ist und was Sie in Großbritannien gemacht haben.
vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Es ist ein riesiges Thema, es ist wahnsinnig komplex, es betrifft jedes Politikfeld, alle Geschäftsbereiche, hat viel mit gesellschaftlicher Fragmentierung zu tun. Insofern ist das Buch nicht wie im Pitch ursprünglich angedacht, 150 Seiten dick geworden, sondern 500 Seiten. Und also muss ich mich ein bisschen konzentrieren, um einen kleinen Bericht oder Impuls zum Thema zu geben. Einsamkeit habe ich lange gering geschätzt als sentimentales, natürliches Gefühl in unserer aller Erfahrungswelt, das nicht weiter politisches Thema ist. Tatsächlich hat es einfach wahnsinnige Bindung zum Thema mentale Gesundheit allgemein, was in allen Gesellschaften, die nicht so stark historisch vom industriellen Wandel geprägt sind, eine viel höhere Priorisierung erfährt als bei uns in Deutschland. Ich habe vor 5, 6 Jahren in Großbritannien gearbeitet und bin dort zufällig auf die politische Debatte um Einsamkeit gestoßen. Dort hatte es primär was mit dem Ausschluss der Hochaltrigen zu tun. Also Großbritannien und Deutschland nicht nur, was die Industriegeschichte angeht, sondern eben auch nach vielen anderen gesellschaftlichen Merkmalen sehr ähnliche Gesellschaften sind gleichermaßen vom demografischen Wandel betroffen. In Großbritannien gab es vor 5 Jahren diese eine Zahl, die durch die Medien wanderte, dass über 200.000 Senioren seltener als einmal im Monat mit Freunden oder Familien sprechen. Und dass sehr eindeutig wird immer mehr, dass physische Gesundheit anders verstanden wird und der Gesundheitsbegriff, der auch dort industriell geprägt ist und sich immer auf Erwerbstätigkeit und deswegen Physis gestülpt hat, langsam geöffnet wird, in dem Sinne, dass gemerkt wird, soziale Isolation ist einer der größten Stressoren für die menschliche Gesundheit. Es gibt inzwischen ganz große Metastudien, internationale Studien, die zum Ergebnis kommen, dass Einsamkeit und der objektive Zustand von sozialer Isolation das Sterberisiko um 30% erhöhen bei einer Person. Also nicht nur das Immunsystem insgesamt schwächen oder den Krankheitsverlauf verschlechtern, sondern auch zum Auslösen neuer Erkrankungen führen. Das können mentale Erkrankungen sein, wie Depressionen, Angstzustände, Paranoia, aber eben auch Demenz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und insofern ist es am Ende ein Milliardenthema. Wichtig ist zu verstehen, und da ist sich die Forschung bis heute nicht ganz einig, wo genau Einsamkeit anfängt. Man weiß, dass wenn jemand subjektiv Einsamkeit als ein Leiden versteht, ein dauerhaftes Leiden ohne Aussicht auf Veränderung und mit dem Gefühl, ich empfinde ein soziales Defizit, weil das, was ich mir als wünschenswert erachte, nicht erreicht werden kann, dann ist es Einsamkeit. Und wo genau das bei jedem Menschen anfängt, ist unterschiedlich. Das heißt, der eine kann mit 3 Freunden irgendwie einsam sein, der andere hat 200 und ist trotzdem nicht einsam. Also es ist sehr unterschiedlich. Mir ist in Großbritannien aufgefallen, dass es eben vor allem Dingen um Subsidiarität und agile Infrastrukturen ging. Das heißt, in dem Sinne, in dem kulturell auch auf Basis dieser industriellen Vorgeschichte die Erwerbstätigen eine andere Rolle in der Gesellschaft spielen als die Nicht-Erwerbstätigen, war eine Generation von Rentnerinnen und Rentnern ganz oft kulturell ausgeladen. Also diese klassische Anti-Aging-Kultur. Und in Großbritannien hat man das Thema versucht zu entstigmatisieren, eben vereinzelte alte Menschen anders einzubinden. Einsamkeit im Alter ist leicht erklärt. Das ist ein Alter, wo man vielleicht krank ist, wo man gebrechlicher ist, wo man nicht so wahnsinnig mobil sein muss, wo Freunde, Familienmitglieder, Bekannte sterben, wo Kinder, Enkelkinder wegziehen, wo man aber auch als Generation vielleicht nicht so sehr digital angebunden ist oder auch zumindest nicht digital gebildet ist, diese Werkzeuge so zu nutzen. Das heißt, es gibt sehr viele, finde ich, offensichtliche Merkmale, warum eine hochaltrige Generation zurückgelassen ist und dadurch aber sehr offensichtlich, wie man damit umgehen kann. Das heißt, in Großbritannien ging es viel um Subsidiarität, viel um die Revitalisierung der Nachbarschaften, viel um eigentlich Vereinsmitgliedschaften, die Förderung von Ehrenamt vor Ort, gleichzeitig das Kollektiv vor Ort weiter zu stärken, indem man zum Beispiel ganze Straßen gezwungen hat, als Nachbarschaftsgenossenschaften irgendwelche Carsharing-Autos zu besitzen und zu pflegen. Das heißt, es war staatlich gewollt, dass mehrere Nachbarschaften sich weiter als Kollektiv verstehen. Und nicht, wie das heute so ein bisschen über Gorillas und Flink-Lieferdienste funktioniert, dass ich mein Haus nicht verlasse und die anderen gar nicht kenne. Das heißt, man hat politisch gewollt, dass diese Menschen im Austausch sind. Und gleichzeitig ging es damit einher, dass der Hausarzt und zum Beispiel der Postbote auch eine andere Sorgepflicht bekommen hat. Also der Hausarzt war verpflichtet in Großbritannien, nicht nur jetzt inzwischen eine Fortbildung zum Thema Einsamkeit gemacht zu haben, Einsamkeit und Isolation also im Anamnesegespräch besser zu erkennen, sondern gleichzeitig muss jeder Hausarzt in seinem Kiez mehrmals im Jahr sich erkundigen und zu irgendwelchen
Versammlungen gehen, um herauszufinden, gibt es bei uns einen Schachclub, gibt es bei uns Wassergymnastik, gibt es bei uns die Nachbarschaftshilfe. Und in dem Moment, in dem eine Person in die Praxis kommt, wo sehr offensichtlich ist, es ist eine depressive Symptomatik, aber das Leiden dahinter hat wahrscheinlich was mit einer fehlenden Eingebundenheit zu tun, kann der Arzt ein soziales Rezept ausstellen. Also nicht eine Psychopharmaka, sondern ich möchte bitte, dass du mal diesen Wassersportclub ausprobierst oder den Schachclub oder den Literaturzirkel, der ja einfach nur eine Nachbarschaft weiter ist. Das fand ich interessant. Das heißt, in Großbritannien ging es stark um Subsidiarität und stark um das Erkennen von mentaler Gesundheit als prioritären Raum. Ich habe dann aber darüber hinaus in anderen Ländern viel zum Thema gearbeitet und je nach Ideologie, je nach Subsidiaritätsebene sind die Lösungen andere. In Japan war es beispielsweise so, dass man ein Punktemodell eingeführt hat, dass 50- bis 70-Jährige einkaufen gehen für 70- bis 100-Jährige. Das heißt, wenn ich selber mal 80, 90 bin und nicht mehr so oft einkaufen gehen möchte, habe ich eventuell ein Punktekonto, wo jemand anderes für mich einkaufen geht. Es ging also eigentlich nur um eine kleine Entlastung oder ein Gimmick im Sozialstaatsapparat. Das hat aber am Ende des Tages dazu geführt, dass der 55-Jährige beim 95-Jährigen in der Küche sitzt und man gemeinsam die Einkäufe prüft. Und auf einmal gab es in Japan sehr viele Freundschaften zwischen genau diesen beiden Altersclustern. Das heißt, da ging es auch um den Initialpunkt von Verbindung aufbauen. Ich habe viel in den USA dazu gelernt. Da ging es viel auch um das Richard Sennett-Plädoyer, dass man Städte ja auch nicht verbauen soll, sondern dass offene Gesellschaft auch von Mehrdeutigkeit, von Beweglichkeit lebt. Und genau deswegen das, was als Brache verunglimpft wird, eigentlich genau der wichtige soziale Begegnungsraum ist, der sich immer wieder neu erfinden kann. Und dann war aber interessant, und deswegen heißt das Buch Die neue Einsamkeit, weil Einsamkeit ich in meiner Arbeit als nur etwas begriffen hatte, das was mit der Abwesenheit der anderen zu tun hat, also das Offensichtliche, was eine ältere Generation betrifft. Und tatsächlich kommt aber heraus, nach allen jüngsten Erhebungen, dass vor allem junge Menschen einsam sind, dass vor allem Städter einsam sind, dass vor allem digitale Pioniere einsam sind. Und das erschien mir zunächst als großer Widerspruch oder als etwas Paradoxes, weil genau diese Milieus und sozialen Gruppen ja diejenigen sind, die erreichbarer sind denn je, die vernetzter sind denn je, die also per Definition eigentlich Superspreader sind und eigentlich sehr viel und regen sozialen Austausch haben. Das heißt, dann könnte man diese Debatte weiterknüpfen und ich finde, die fängt gerade erst an, dass man Einsamkeit nicht nur mit der Abwesenheit der anderen assoziiert, sondern vor allem Dinge mit der Qualität sozialer Verbindung. Und das hat wiederum mit allen Politikfeldern zu tun. Das kann mit einer jungen Generation zu tun haben, die weiß, meine Eltern hatten ein Erwerbsleben, da ging es um Linearität und Verlässlichkeit. Wir wurden befördert, wir haben gespart, wir zahlen den Kredit ab. Bei uns ist es heute disruptiv, innovativ, agil. Wir springen von Projekt zu Projekt, wir freuen uns über die Flexibilität im Homeoffice. Gleichzeitig ist es aber eine Art von Zersplitterung, die für mich mittlerweile nicht mehr nur ein Zufallsprodukt der Moderne ist, sondern manchmal auch gerade von Arbeitgebern gewollt, weil so Solidarität auch zerschlagen werden kann, wenn ich nicht weiß, dass in meinem eigenen Betrieb meine Kolleginnen und Kollegen in der gleichen Mangelsituation sind wie ich oder wir gleiche Arbeitnehmerrechte einfordern und ich das einfach nicht weiß und in meiner Situation oder in meinem Bedürfnis mich einsam fühle, dann hat es natürlich auch damit was zu tun. Es gibt einen großen Punkt, der was mit digitalem Wandel zu tun hat. Ich habe über 100 Interviews geführt mit Schülerinnen und Schülern, die sagen, sie haben sehr viele und gute Freunde, dann aber sagen, sie teilen ihre Probleme nicht mit Freunden, weil sie in der digitalen Welt nicht nur lernen, dass sie sehr schnell ausgetauscht werden können, sondern auch über die Filterkultur der sozialen Netzwerke das Gefühl haben, die anderen sind doch sowieso besser als ich, da kann ich gar nicht mithalten, also empfinde ich mich als Zumutung, wenn ich zu doll in den Kontakt zu anderen gehe. Und da gibt es natürlich eine schöne Brücke auch zum generellen Expressionismus oder zur Industrialisierung und da zur Verstädterung, nämlich diese Kultur der Edward Hopper-Gemälde eigentlich, wo man den Nighthawk sieht. Alle sind in der Stadt eigentlich wahnsinnig eng beieinander und die Bilder strahlen trotzdem eine Kälte und Kühle und irgendwelche unsichtbaren Mauern aus. Es kann also sein, dass ich auf Basis eines permanenten Zugriffs und Übergriffs auf mich selbst und das Digitale ist dafür der beste Boden, das Gefühl habe, ich habe gar keine Energie übrig, um mich irgendwie zu öffnen. Und das ist, finde ich, ein Punkt in der Einsamkeitsdebatte, den wir zunehmend in allen Politikfeldern weiter besprechen müssen,
weil soziale Isolation und Einsamkeit eben nicht nur da Stopp macht, dass es reicht, die Leute einfach nur zusammenzustecken, sondern man muss genau die kulturellen Bedingungen schaffen, dass dort auch sowas wie Intimität, Geborgenheit und Verlässlichkeit wechseln kann oder wachsen kann. Und ich finde, dass das am Endeffekt nicht nur was mit dem zur Verfügung stellen von Fläche und Raum an sich zu tun hat, sondern beispielsweise auch sowas wie mit Partizipationsmöglichkeiten, mit Selbstverwaltung, also mit anderen kulturellen Geflogenheiten. Und da beende ich mal, aber das ist, ja, wo ich glaube, dass Einsamkeit vor allem auch ihre Arbeitsfelder berührt. Ja, ja, toll. Ja, danke für den Impuls. Sie haben ja auch gleich im Grunde genommen die Überleitung zu Hartmut Boger geliefert, nämlich was man selber machen kann. Hartmut Boger ist der langjährige Leiter der Volkshochschule in Wiesbaden gewesen, ist jetzt Pensionär und hat wie so viele Rentner jetzt noch weniger Zeit als vorher, weil er die Akademie für Ältere mitgegründet hat. Und das könnte ja so ein Ansatz sein, wie Sie ihn vorschlagen, dass man selber aktiv wird und sozusagen nicht zum Betreuungsfall von irgendwelchen Institutionen wird, sondern selber aktiv wird und die Sache in die Hand nimmt. Ist das eine Überschätzung oder eine realistische Beschreibung dessen? Mich hat auch in dem Buch, ich habe auch das Buch gelesen von Diana Kinnert, und es hat mich sehr beeindruckt, dass sie einmal auf eigene Erfahrung der Einsamkeit von der ausgehen und da erst das den Impuls geliefert hat. Sie fangen ja mit einer Geschichte an in einem jüdischen Restaurant oder Bistro, wie auch immer, wo das Zusammentreffen eigentlich von völliger Unverbindlichkeit getragen ist. Das heißt, sie haben sich verabredet mit 6 oder 8 anderen und von denen kommen nachher 2. Und die anderen haben irgendwie unterwegs was noch Attraktiveres gefunden. Und das ist so der Aufhänger, gerade zu dem Thema, was mir vorher gar nicht klar war, weil Einsamkeit ja häufig mit Single-Dasein in der Stadt, sagen wir, übrig gebliebenen alten Menschen, wo der Partner gestorben ist, assoziiert wird, allein in einer großen Wohnung. Übrigens eine interessante Information, dass innerhalb der letzten 40, 50 Jahre der Wohnraum pro Person von 15 auf 45 Quadratmeter gestiegen ist. Das muss man sich mal überlegen, wenn wir von Zersiedelung und Wohnungsnot und sowas sprechen, aber das nur am Rande. Aber das ist für Sie als junger Mensch oder dieses Phänomen der Einsamkeit, das heißt, dass sich ja einstellt, das Gefühl, ich will eigentlich, aber es funktioniert nicht. Ja? Es gibt ja auch diese Aussage von dem Schriftsteller, der sagte, einsam bin ich nur, wenn ich nicht allein bin. Ja? Also die anderen gehen mir eigentlich auf den Keks. Ja? Einsamkeit als gewählte Lebensform. Aber dass es bei jungen Menschen so ausgeprägt ist, gerade bei den, die ganz digital unterwegs sind, das hat mich doch jetzt sehr verwundert. Beruht es auf Untersuchungen auch oder sind es Ihre persönlichen Beobachtungen auch ausgehend von der eigenen Erfahrung? Also was auf objektiven Untersuchungen und das auch länderübergreifend basiert, sind die Erhebungen und da unterschiedlicher Art, dass vor allem junge Menschen sagen, sie sind einsam, dass bei jungen Menschen mentale Überforderung ganz oft auftritt. Die Forschung kennt diese 2 Peaks, und zwar von inzwischen 16 bis eigentlich 35 und dann wieder ab 70 oder 80. Das heißt, in der Mitte des Lebens ist man eigentlich gefestigter, das kann aber eben mit Familie, mit Beruf, mit Eigenheim anders zu tun haben. In Großbritannien gibt es die, finde ich, für mich oberflächliche Einordnung, dass der junge Mensch auf Basis dieses unfertigen Lebens und auf Basis der Transitivität, Praktikum da, irgendwie erster Job da, Partner da, dann doch wieder Ausbildung da, Erasmus dort, dass das was damit zu tun hat. Und ich halte das für zu oberflächlich. Was also objektiv feststellbar ist, ist, dass diese Leute einsam sind. Was relativ noch offen ist oder zu wenig besprochen ist, was die Ursachen sind. Und ich glaube, dass es schon auch was mit dieser Transitivität zu tun hat. Ich glaube, es hat vor allem Dingen was mit Erwerbsleben zu tun, also mit einer Art von befristetem Job, mit einer Art von, mein Kaufvolumen ist so viel geringer relativ gesehen als bei den Generationen vor mir. Ich kann mir gar nichts leisten. Ich bin mit ganz vielen ja auch sehr gut ausgebildeten jungen Leuten befreundet, die auch trotz dessen, dass sie so gut ausgebildet sind und eigentlich in guten Jobs sind, das Gefühl haben, sie können nicht auf 5 oder 10 Jahre planen. Und diese Verunsicherung in der eigenen Lebensgestaltung macht, glaube ich, dass ein Mensch ein Stück weit zumacht.
Gleichzeitig sehen wir in so einer Generation Tinder natürlich auch ja irgendwie dieser Hang zu Brüchen, dieser Hang zu, ich muss mir alles offen lassen. Also wir leben Kulturwerte von Flexibilität, die natürlich auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Anpassung als Kardinaltugend mit sich bringen. Aber auf der anderen Seite natürlich, ich muss unverbindlich bleiben, damit ich ökonomisch auch immer die beste Ausgangsvoraussetzung habe. Und da würde ich die viel tiefere Note sehen. Aber gerade soziale Netzwerke und so sind ja auch einfach ein Thema, das wahnsinnig noch kulturell unterschätzt ist und wo wir noch gar nicht über wirklich soziale Konsequenzen darüber gesprochen haben. Also der letzte, wir haben gerade den letzten Alterssurvey vom Deutschen Zentrum für Altersfragen angeschaut. Und das hat mich erstaunt, dass gerade die Menschen in meinem Alter, das heißt die nachberufliche Phase, wenn man das nennen kann, und auch die, also ich bin ja älter und noch nicht alt, ja, das ist ja interessant im Deutschen, dass man, wenn man so ab 60 gilt man als älter und ab 80 gilt man als alt. Also eigentlich sind die Älteren sind jünger als die Alten. Das ist ja, das sind ja Eigenheiten der Sprache. Gut, aber das ist ja neben der Geschichte. Dass ältere Menschen die Isolation oder den Kontakteinschränkung während der Corona-Phase besser verkraftet haben als Jüngere, weil sie sowieso, also gut, sie haben natürlich viel länger auf der Universität des Lebens studiert, sage ich mal, und Erfahrung, auch mehr Erfahrung und Ruhe im Umgang mit geringeren Sozialkontakten. Einfach, da muss man sich dran gewöhnen, wenn man ausscheidet aus dem Beruf, dass man halt weniger Kontakte hat, ist einfach objektiv messbar. Vorher hat man gezwungenermaßen viel Kontakte, ja? Ob man das will oder nicht, kann da auch sehr einsam sein. Das schildern ja auch Dritte, einsam am Arbeitsplatz, weil man mit den anderen nicht zurechtkommt, weil ihm die Arbeit nicht passt, weil man Burnout oder Bore-out gefährdet ist, je nachdem, was anliegt und in welchem Arbeitszusammenhang man steht. Meine eigene Erfahrung jetzt mit diesem Umschalten von etwa Präsenzveranstaltungen, also ich unterrichte viel an der Volkshochschule, an der Uni in Mainz und Nachbarschaftshaus. Und das hat man genau, habe ich genau die Erfahrung gemacht, dass es ganz stark vom sozialen Status abhängig ist, wie gehe ich jetzt mit diesem Lockdown um, mit dieser Beschränkung. Es ist kein Präsenzunterricht mehr möglich, im Mehrgenerationenhaus in Biebrich, Nachbarschaftshaus genannt. War halt einfach keine Präsenz mehr möglich. Und da gab es so gut wie keine Bereitschaft der Teilnehmerinnen im gewöhnlichen Literaturseminar, da umzusteigen auf digitale Form, egal als welches Tool. Ja, erzählen Sie doch, wie Sie in der Krise mit Ihrer Akademie für Ältere klargekommen sind. Ach, das ist ja ein Teil davon. Das ist der Nachbarschaftshaus. Wir sind ja ein Netzwerk, das ist ein modisches Wort, bei uns funktioniert es tatsächlich seit fast 30 Jahren, von fast 40 Einrichtungen in Wiesbaden und Umgebung auch etwas, die weiterhin sind eine alten Erwachsenenbildung, Altenbildung, Alte sind ja auch noch Erwachsene. Man muss auch sagen, also die Alten, wenn man das immer so anschaut, das ist genau wie die Jungen. Die Jungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie jung sind, ansonsten sehr verschieden. Und auch wir Alten, wir sind alt und ansonsten sehr verschieden. Das ist ja nur ein Kriterium, ja, das da immer gesehen wird dann als Problem. Aber es ist auch sehr unterschiedlich, wie man altert und wie man das auffasst, ob man das hindämmern zum Tod sieht oder als neue Chance, Aktivität zu entfalten. Jetzt nicht so zweckgebunden sich bilden zu müssen, sondern so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen unverbindlichere Möblierung des eigenen Geistes betreiben kann oder so. Ein Unterschied in den drei Orten. Nachbarschaftshaus, Mehrgenerationenhaus, Biebrich, Volkshochschule und Universität. Also das Zentrum wissenschaftliche Weiterbildung. Am Nachbarschaftshaus war von 12 Teilnehmerinnen waren ein oder zwei bereit und auch in der Lage, weiter den Unterricht zu machen mit dem Online-Tool. Die anderen hatten entweder gar keine Ausstattung dafür, Angst davor oder auch nicht die ökonomischen Möglichkeiten. Also wenn Ältere, das ist ein anderes Klientel, also von der sozialen Zusammensetzung her, und die haben
weder die Einrichtung daheim, da kann man jetzt sagen, ja, haben Sie WLAN daheim? Was ist WLAN? Also ich habe überhaupt nicht einen Computer. Also ist schon mal alles platt gefallen. Das konnte nicht kompensiert werden durch dieses Aufgeben der Präsenz, konnte nicht kompensiert werden durch Online-Veranstaltungen. An der Volkshochschule war es zwischendrin, da war erst auch die Weigerung da, nee, eine Arbeitsgemeinschaft, die ich seit 30 Jahren leite, Politik am Nachmittag. Nein, das ist ja gerade das, was wir wollen, ist Geselligkeit und der lebendige Austausch und man sieht einander und man kann auch gestisch, mimisch, durch Körperhaltung kommentieren, was der andere gerade von sich gibt. Ja? Man muss es nicht gleich verbalisieren, sondern man kann grinsen oder sonst irgendwas und den Kopf schütteln, sieht man dann alles auf diesen Briefmarken, großen Köpfen da nicht mehr. Aber dann nach einer Pause haben sich doch Leute gemeldet und gesagt, nee, wir wollen doch, das ist halt besser als nichts. Und die Uni hat es am allerbesten gemanagt, gut, die ist natürlich auch da professionell drin, die haben ein riesen EDV-Zentrum, die haben sofort, und das Land Rheinland-Pfalz hat für alle Schulen und Hochschulen des Landes gleich von vornherein im April letzten Jahres Big Blue Button zur Verfügung gestellt. Was wirklich ein ganz niedrigschwelliges Tool ist, niedrigschwelliger noch als Zoom. Man muss sich einfach nicht registrieren, man muss nichts installieren. Man kriegt einen Link zugeschickt und loggt sich ein mit Namen und dann ist man drin. Also sehr, sehr einfach. Und okay, da ist gleich weitergegangen, ja. Allerdings muss man auch sagen, mit der Hälfte der Teilnehmerschaft. Also die Hälfte hat einfach auch da gesagt, nee, ist nicht. Da waren aber auch alle ausgestattet dementsprechend von vornherein. Das sind häufig, haben den akademischen Hintergrund, sind lerngewohnt und haben einfach auch die finanziellen Mittel, um sich solche Ausstattung daheim, einen Router anzuschaffen und alles, was man dazu braucht. Frau Kindertz, Sie hatten vorhin von Brachen gesprochen, von Orten, die nicht so sozusagen funktionalistisch durchgestaltet sind, sondern die irgendwie offen sind. Können Sie dafür Beispiele nennen, die vorbildlich sein könnten? Naja, die große Debatte, die wir in Berlin ja führen, ist das Tempelhofer Feld. Eine Stadt mit wahnsinniger Wohnungsnot, aber das Tempelhofer Feld, eine ganz große Freifläche, die man eigentlich das bebauen könnte. Habe ich nicht verstanden. Wie heißt das? Das Tempelhofer Feld. Ach, Tempelhofer Feld. So, aber wo natürlich klar ist, dass da findet auch Picknick statt, da finden Kulturevents statt. Also da muss man gegeneinander aufwiegen, was da eventuell wichtiger ist und was nicht. Ich finde aber, dass man es gar nicht an so einem expliziten Beispiel festmachen muss. Klar ist, oder interessant ist, dass das Gegenteil von Einsamkeit nicht zwangsläufig Beziehung ist mit anderen, sondern eine Art von Selbstwirksamkeit. Also in dem Moment, in dem Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, die sich nicht anerkannt fühlen, die das Gefühl haben, die anderen machen etwas ohne mich, in einen Prozess der Mitgestaltung eingeladen werden und dort sich mitpartizipieren können und eigene Ideen reinbringen können oder mitentscheiden können, fühlen die sich weniger einsam, weil sie natürlich im Gefühl der Einbindung mit da sind. Da geht es gar nicht direkt um den Raum. Und das fand ich interessant. Es gab ein Experiment, ich glaube in Chicago, wo 100 einsame ältere Leute, ältere und alte Leute, quasi in einem bestimmten Haus mit einem bestimmten Hobby, in einem Chor oder so irgendwie miteinander verbunden worden sind. Und man nach 4 Wochen erfragt hat, bist du jetzt weniger einsam? Bei den Älteren und Alten war das Ergebnis ja. Dann hat man das Gleiche gemacht mit den 100 Jüngeren, die unter 40 sind und die auch alle einsam waren und die man quasi gezwungen hat, da jetzt in diesem Haus einer gemeinsamen Aktivität nachzugehen. Die haben gesagt, sie sind immer noch gleich einsam. Und das finde ich so interessant, weil man bei Einsamkeit vermutet, dass es reicht, Menschen in einem Raum, auf einer Fläche einfach nur zusammenzukippen. Und dann ist da ein Initialpunkt von Verbindung und dann sind die verbunden und dann ist dieses Gefühl von Einsamkeit aufgelöst. Und bei jungen Menschen, bei Städtern ist es das aber eigentlich gerade nicht. Ich meine, ich finde natürlich trotzdem, dass in einer Stadt, die jetzt so durchzementiert ist, dass unsere Temperaturen ja auch steigen und dass nichts Offenes mehr da ist und soziale Kulturräume, Räume sich nicht mehr richtig finden können, dass es trotzdem wichtig ist, diese sozialen Räume zu installieren oder die freizugeben. Aber wichtiger ist ja dann noch das Gefühl oder zu wissen, dass diese Räume alleine nicht reichen, um das Einsamkeitsgefühl in bebauten Quartieren aufzulösen.
Da liegt es nämlich scheinbar an einer Art von Überforderung, an einer Art von Übergriff, einer Art von irgendwie Beschleunigung, von irgendwie Auswechselbarkeit, dass man das Gefühl hat, ich bin zwar hier mit allem im Austausch, aber dieser permanente Geruch in der U-Bahn, dieser permanente Lärm irgendwie auf der Kreuzung, das ist alles zu viel für meine Sinne. Das heißt, da muss es eigentlich darum gehen, Menschen in ihren Sinnesbedürfnissen zu entlasten. Und in einer Art von Entlastung habe ich erst wieder eine emotionale Kapazität, um auf andere zuzugehen. Und das ist eine kanadische Debatte, wo man Einsamkeit eben nicht so oberflächlich versucht, irgendwie aufzulösen, indem man Menschen nur auf Flächen zusammenbringt, sondern tiefenpsychologischer herangeht und denkt, wie kann denn soziale Qualität überhaupt gewährleistet werden und hat es eventuell eben was mit Übergriff und Überforderung zu tun. Und auch da kann Stadt natürlich mit Erholsamkeit, mit Natur, mit Freifläche, mit Distanz schauen, mit irgendwie sozialen Gefügen, die nicht so homogen sind, mitarbeiten, dass der Mensch nicht überfordert ist. Aber es reicht eben nicht, nur diese eine Fläche zur Verfügung zu stellen. Haben Sie denn bei Ihren Forschungen und Recherchen auch Institutionen wie zum Beispiel Bibliotheken oder Museen gefunden, die dieses Thema aufgreifen und annehmen? Ich glaube, dass die Debatte um Einsamkeit als Stichwort selbst noch jung ist, aber es gibt natürlich irgendwie, ob es das Deutsche Rote Kreuz ist oder andere Institutionen, Verbände, die einfach mit sozial, irgendwie mit einem sozialen Ziel ja auch schon seit Jahrzehnten arbeiten. Und die jetzt langsam mal an einen Tisch zu holen und mal zu evaluieren und zu sortieren, was bringt Menschen eigentlich nachhaltig zueinander und wo entlastet das vielleicht auch auf einer liberalen Ebene den Staat, weil der Staat eben keine Fürsorgepflicht erhalten muss, weil Menschen sich nämlich in ihren Nachbarschaften zum Beispiel untereinander kümmern, wäre ja interessant. In Skandinavien ist die Einsamkeitsdebatte so aufgeladen, dass es eben heißt, wir wollen in jedem Ort eine neue Gemeindeschwester und wir wollen, dass der Staat quasi zusätzlich Leute installiert, die sich um alle kümmern, damit jeder einen hat. Und das ist aber natürlich aus meiner, ich bin ja CDU-Politikerin, das ist aus meiner bürgerlichen Sicht ja nicht die Lösung. Ich möchte nicht, dass der Staat da eine Aufgabe mehr übernimmt, sondern ich bin ja schon der Meinung, dass auf Eigenverantwortung und auf Subsidiarität hinaus Verantwortung auch in sehr nahen Leben, konkreten Lebenssituationen funktionieren kann. Und da ist es interessant, eben nicht nur zu schauen, wie kann ich sozialen Kontakt kompensieren, sondern wie kann ich vor allem diese Brücken schließen. Wir haben, ich glaube, an der Uni Göttingen in der Soziologie werden diese dritten Orte ja auch mit erforscht. Da geht es zum Beispiel auch um die Subventionierung von Kneipen und Ähnlichem. Also wenn in einer total irgendwie infrastrukturell vernachlässigten Region die Post weg ist, die Kirche weg ist, der Marktplatz weg ist und die Kneipe der einzige soziale Ort ist oder in manchen irgendwie Gegenden ist es die Aral-Tankstelle. Da muss man überlegen, ob genau dieser Ort vielleicht, der eigentlich ein privater ist, wo es vielleicht eigentlich um private Gewinnmaximierung geht, eigentlich mitgeguckt werden muss, auch politisch, ob man dort eine kulturelle und soziale Aufgabe mit überträgt und dafür den Personen auch entgegenkommt. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Innenstadtgipfel und da geht es ja auch ein bisschen darum, was kann man in der Innenstadt an Aktivierungspotenzial entdecken, wo sich Institutionen oder Anbieter von Dienstleistungen und so weiter verändern können. Und ich fände es halt interessant, wenn die Institutionen, die ohnehin da sind, wie das Rathaus, wie die Bibliothek, wie das Museum, im Grunde genommen diese Rolle übernehmen könnten, die früher einfach auch die Cafés übernommen haben, dass man einfach einen Treffpunkt darstellte, wo man im Grunde genommen in Gemeinschaft alleine sein kann. Ja, also wo man im Grunde genommen auch die Vorzüge der Stadt genießen kann, die ja im Wesentlichen darin bestehen, und das ist ja der Sinn dieses Spruches, Stadtluft macht frei, ja, dass man sich sozusagen aus dieser Kontrolle im ländlichen Raum, in der Dorfgemeinschaft, wo jeder über jeden alles weiß, sich sozusagen befreit, in die Stadt zieht, dann natürlich alleine ist, aber es Institutionen gibt, wie zum Beispiel Cafés, in denen man dann unter anderem alleine ist und erfahren kann, ob es Leute gibt, mit denen man lieber zusammen wäre, also sozusagen, dass sich da Wahlverwandtschaften auch entwickeln können, die also sozusagen diese ländliche Enge, aus der man ja geflohen ist, ein Stück weit aufsprengen. Da gibt es in Deutschland nicht so viele Beispiele wie im Ausland. In Deutschland lebt es sehr von der Eigeninitiative, sehr weniger. In Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass Cafés, die zum Beispiel nachmittags 3 Stunden lang
Senioren den halben Preis für alle möglichen Kaffee, Kuchen, irgendwie Produkte anbieten, dass der Staat den Cafés den halben Preis dann subventioniert. Das heißt, man kann unter dem Vorwand irgendwie, hier gibt es was umsonst, Leute dorthin locken, weil Einsamkeit ja auch was Schambehaftetes ist. Also in dem Moment, in dem ich ein Café eröffne und sage, bitte alle einsam hierher kommen, kommt kein Mensch. Einsamkeit ist wahnsinnig schambehaftet, weil man ja das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit mir nicht, sonst hätte ich ja Freunde. Oder wir kennen es aus der Schule, der viele Freunde hat und beliebt ist, der ist der Gute. Wenn ich keine Freunde habe, ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung. Das heißt, es ist schwierig, diese sozialen Räume aufzuladen mit offiziell, es ist ein Treffpunkt für die, die keinen haben. Weil dann fühlen sich die Leute irgendwie diskreditiert und kommen nicht. Aber in dem Moment, in dem man fast als Lockmittel andere Events irgendwie hat, kann das funktionieren. Und in Großbritannien ist es eben so politisch aufgefasst, dass private Initiativen und Institutionen, die eigentlich an Geld verlieren, weil sie eigentlich sozial-kulturell was leisten, dass das vom Staat kompensiert wird. Ich habe das hier in verschiedenen Städten, in verschiedenen Verwaltungen versucht, aber da gibt es halt keinen Fonds für, kein Budget für. Der Begriff von Anti-Einsamkeit und eigentlich auch sozialem Ziel in der Verwaltung ist so nicht formuliert. Mhm. Wie sehen Sie das, was die Institutionen anbetrifft und das Thema Einsamkeit? Also ich sehe da schon eine Aufgabe, die wir auch wahrnehmen als Akademie für Ältere, dass wir Menschen, die sich einsam fühlen, Angebote machen, die für sie je nach ihren Interessen attraktiv sein können. Die müssen dann nicht bekennen, ich bin einsam, aber ich weiß selber aus meiner eigenen Erfahrung über Jahrzehnte, wenn zum Beispiel ältere Menschen hierher ziehen, dass sie dann Angebote der verschiedenen Bildungsträger, der Volkshochschule ist nun mal die größte, aufsuchen, weil sie wissen, aha, ich habe Interesse an Spanisch zu lernen, egal ob aus Urlaubsgründen oder sonst was, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich dort dann Menschen treffe, die auch dieses gemeinsame Interesse mit mir teilen. Da muss ich nicht hingehen und sagen, Leute, ich bin jetzt neu hier, ich brauche dringend Kontakt, ich fühle mich einsam, finde keinen Anschluss. Man hat sofort, man sitzt mit 5 bis 10, 15 anderen zusammen und teilt ein gemeinsames Interesse. Und das ist wichtig, dass natürlich das auch diese Lernprozesse an Lernorten stattfinden, die attraktiv sind, die auch außerhalb, also vor und nach der direkten Veranstaltung, soziale Kontakte ermöglichen, durch ein Café dabei. Das haben wir zum Beispiel im Europaviertel der Volkshochschule, das ist Gott sei Dank wieder aufgemacht, dass man Foyers hat, wo man gerade ältere Menschen kommen gern eine halbe Stunde früher. Dafür brauchen sie auch Räume, wo sie sich zusammensetzen und darüber und ein Bistro oder ein Café, um danach, da gibt es dann richtige Stammtische und so weiter, wo die, das gesellige Lernen dann auch fortgesetzt wird und da entwickeln sich wirklich schöne und tragfähige Freundschaften draus. Das ist also auch untersucht. Und also das kann ich jetzt nur noch mal, weil immer von Bibliotheken, ich schätze Bibliotheken sehr, Museen sehr, aber ich glaube, dass 800 Volkshochschulen in Deutschland eine ganz wichtige Aufgabe haben, auch in dem Bereich nicht Angebote zu machen, Hilfe, ich bin einsam, sondern alle Einsamen haben auch bestimmte Interessen. Ich glaube, es ist insgesamt, aber bei wird ja häufig kritisiert, dass wir viele auch psychologisch orientierte Angebote haben für den Bereich Gesundheitsbildung. Ich glaube, dass die alle erhöhtes Körperbewusstsein zum Beispiel durch Yoga, Qigong, was auch immer, eine Ich-Stärkung bewirken. Das heißt, ich werde mir selber über mich selber klarer, wo sind meine Interessen, wie teile ich zum Beispiel meinen Tag ein, jetzt gerade als älterer Mensch, ist die Verführung ja groß, viel länger fernzusehen, viel länger im Internet rumzudameln, ja, als wenn man eingespannt ist im Beruf. Sich selber bewusster darüber zu werden, das nenne ich Ich-Stärke, wo sind meine Interessen und das einzuteilen und sagen, also eine Stunde, zwei Stunden am Tag, Medienaktivität und ansonsten spazieren gehen, Freunde treffen und so weiter. Ja? Dass man diese Abhängigkeit findet, ich verpasse irgendwas. Das ist ja so ein Phänomen. Ja? Wenn ich nicht ständig online bin, ich finde es eine unschöne, bedrohliche Entwicklung, gerade bei jüngeren Leuten, dass ich die also wirklich häufig. Ich kenne ja eigentlich bei unserer Nachbarschaft, wir sind ein sehr durchmischtes Viertel, zum Glück, da macht man verschiedene soziale Erfahrungen, die ganze Zeit zugestöpselt sind.
auch wenn sie im Wald sind. Im Wald höre ich ja Blätter rauschen, Vögel singen, ein Bächlein plätschern. Dass man sich um die Erfahrung eigentlich bringt, wenn man ständig online sein muss. Frau Kienert. Das halte ich für eine Ich-Schwäche. Ich glaube, dass gerade Lernorte ein schöner, inklusiver Raum sein können, dass die aber natürlich klassischerweise irgendwie die Schüler in der Schulbibliothek, irgendwie die Studenten in ihren irgendwie Unibibliotheken und so, dass das natürlich immer noch fragmentiert gesehen wird. Ich glaube, dass jetzt gerade auch nach diesen anderthalb Jahren irgendwie Pandemie und Homeoffice irgendwie die Debatte um wie funktioniert neues, modernes, aber auch achtsames Arbeiten an Fahrt gewinnen wird. Und zwar nicht nur auf die Art und Weise, dass man entweder wieder komplett irgendwie in den Betrieb geht oder komplett zu Hause bleibt, sondern dass es auch dort soziale, achtsamere, gute Orte in der Mitte geben kann, wie das ja ursprünglich bei WeWork mal geplant war. Ich meine, das ist eine sehr privilegierte, reiche Debatte mit den Mitgliedsbeiträgen und am Ende irgendwie ist es ja irgendwie eine ganze Community, die noch ganz andere Services hat und so. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht wieder zu viel in einem anderen Privatunternehmen steckt irgendwie und dort alles gemeinschaftliche eigentlich privat torpediert wird. Aber die Art und Weise, wie ich jetzt auch in meinem Freundeskreis erlebe, zu Hause arbeiten, ist ein, zwei Tage irgendwie ganz gut, weil dann kann ich sowieso nur diese E-Mails abarbeiten, die sich eh angesammelt haben und dafür kann ich im Bett sein oder dafür kann ich babysitten oder dafür kann ich im Haushalt ein paar Sachen parallel machen. Dann gibt es aber natürlich irgendwie diese Arbeitsmerkmale, irgendwie die das Meeting im Büro irgendwie nötig haben und wo es auch wichtig ist, die Unternehmensstrategie und Philosophie zu verstehen, mit Kollegen eng im Austausch zu sein, weil das ja auch Freunde sind und weil man viel irgendwie auch gemeinsam an Sinnstiftung miteinander erlebt. Aber ich glaube, dass das, was in der Mitte stattfinden muss, nämlich wirklich nochmal gemeinsame Orte des Arbeitens zu haben, was nicht unbedingt diese klassische Bibliothek ist, weil ja alles mittlerweile multimedial funktioniert, wo aber eben Ablenkung nicht da ist, wo die Wände weiß sind, wo es vielleicht Beton ist, wo man einen weiten Blick hat, wo man irgendwie vielleicht schallisoliert ist, wo man Zugriff hat, gerade vielleicht auch in modernen Berufen, als da ist dieses Podcast-Zimmer, das schallisoliert ist, da ist ein Grafikzimmer, da kann ich aber in einer Telefonzelle irgendwie auch laut irgendwie Meetings haben. Also glaube ich, dass genau diese neuen Häuser, wo man sehr unverbindlich zusammenkommen kann, wo aber jeder dem anderen mit begegnet beim Arbeiten und auch beim konzentrierten Arbeiten, dass das zum Beispiel eine gute Zukunftsperspektive ist, wo genau auch mal Gemeinschaft entstehen kann. Ich habe dieses Buch auch unter anderem geschrieben, weil ich schon finde, dass Einsamkeit nicht nur ein privates, trauriges Schicksal ist und nicht nur eine gesellschaftliche Gesundheitskatastrophe ist, sondern weil Demokratie ja am Ende auch auf Gemeinwesen fußt. Und wenn das Gemeinwesen sich nicht mehr als Gemeinwesen versteht, dann schwindet ja auch die Solidarität. Also zu wissen, dass ich irgendwie nur noch individuell für mich selbst verantwortlich bin, reißt mich ja auch aus der Verantwortung für alles andere raus. Und Städte und Gemeinden funktionieren auch darüber, dass man sich da einfach verantwortlich fühlt. Ein sehr schönes Schlusswort. Wir müssen zum Ende kommen. Die Dreiviertelstunde ist rasend schnell umgegangen. Ich danke vielmals für diesen Input. Gerade in einer Gesundheitsstadt wie Wiesbaden, also dieses Thema im Grunde genommen auf den Schirm zu bekommen und bin gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Es geht in einer halben Stunde um 13.45 Uhr weiter mit dem Thema Nightlife, also mit dem Nachtleben. Auch da geht es im Grunde genommen darum, wie man Einsamkeit überwindet. Ich freue mich sehr, also mein Kollege Thomas Ranft übernimmt und führt dann in die Nachmittagspanels hinein. Da geht es also um Nightlife, es geht um die Bürgergesellschaft und die Rolle der Medien bei der Entwicklung der Innenstadt. Vielen Dank erstmal.